Moin Freunde, Gruß geht raus an euch alle und erstmal vielen lieben Dank für euren Support. 32 Abonnenten habe ich jetzt und das ist der Wahnsinn. Also vielen lieben Dank erstmal dafür. Wir haben heute Samstag, das heißt, ich habe jetzt meine erste Woche Fahrschule hinter mir. Was habe ich erlebt und wie war das? Es ist sehr, sehr viel Theoriepauken, sehr, sehr viel selbstständiges Arbeiten. Über die App, ich habe sie mir mittlerweile auf den Laptop gezogen, es ist für mich einfacher, denn da drin sind auch Videos, die sieht man auf dem Handy jetzt nicht so gut und da habe ich sie dann doch lieber auf den Laptop gemacht, da kann man es besser machen. Es gibt in dieser App für mich jetzt 1451 Fragen, die man kennen muss, können muss. Und ich habe es jetzt gestern Freitag geschafft, alle unbeantworteten Fragen zu beantworten. Ich werde jetzt dann auch gleich meine Statistik reinbringen, da wahrscheinlich, dass ihr euch das mal angucken könnt, was ich damit meine. Dann möchte ich mich auf jeden Fall noch dafür entschuldigen, Leute, ich habe euch versprochen, dass ich letzte Woche noch Videos mache von der Fahrschule, von den Fahrzeugen etc. pp. Leute, echt, scusi, ich kam nicht dazu. Das war so viel, was auf mich eingewirkt hat. Das Lernen und. Ich kam da echt nicht zu. Aber ich werde das nächste Woche auf jeden Fall in Angriff nehmen. Nächste Woche kommt auf jeden Fall ein Video von der Fahrschule. Dann tut es mir noch leid. Ich habe mich da ein bisschen vertan. Es gibt Tatsache immer noch analog Bücher für den Lernstoff. Und da möchte ich jetzt euch auch mal beide Bücher zeigen, die ich jetzt bekommen habe. Das ist zum einen die Grundqualifikation für C-Führerschein. 370 Seiten Wissen drin. Und dann haben wir noch das Begleitbuch für den C-Führerschein für CE. Auch nochmal um die 370 Seiten, wo man sich dann ein bisschen durchpauken muss. Das macht im Übrigen aber auch Sinn, weil es kommen Fragen drin vor, die man so aus dem Stegreif nicht beantworten kann. Selbst wenn man sich für LKWs interessiert, wie es bei mir der Fall ist, aber es gibt ganz einfach Sachen, die weiß man nicht. Und die Bücher sind da echt absolut Gold wert. Was war noch? Ich hätte rein theoretisch am Mittwoch tatsächlich meine erste Fahrstunde haben können, da einer aus dem Kurs nicht konnte. Ja, aber ich bin in einer Fahrgemeinschaft und das wäre ziemlich spät geworden, weswegen ich dann jetzt auch nicht konnte. Aber ist ja auch nicht weiter wild. Das kommt alles noch. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Es gibt 140 Pflichtstunden, die man absolvieren muss, damit man zur Prüfung zugelassen werden kann. Bei uns ist das jetzt so, das beginnt für uns ab nächste Woche. Das sind dann 3 Wochen, wo wir dann die 140 Stunden komplett durchknallen. Dass wir dann quasi die Stunden weg haben und nebenbei dann halt auch noch lernen und arbeiten über die App mit der App. Weil bei uns ist das in der Fahrschule so, dass man die 140 Stunden braucht und dazu muss man die App auf 100% haben. Wie gesagt, ich habe die App wahrscheinlich jetzt auch schon mal reingebracht, zumindest meine Statistik. Und das, was dann grün ist, das muss dann 100% sein. Damit man zugelassen wird von der Fahrschule aus. Ich persönlich finde, das ist eine super Sache, weil so hat man die absolute Sicherheit, man hat die permanente Selbstkontrolle. Ich jetzt persönlich noch ein Anliegen und das ist für alle, die sich das jetzt hier angucken und ihr habt das Interesse daran, den LKW-Führerschein zu machen oder den Busschein oder was auch immer, alles das, was über die Agentur für Arbeit ihr machen könnt und kommt. Ihr müsst euch eine Sache stets bewusst sein. Ihr habt einen Vertrag unterschrieben mit der Agentur für Arbeit und dieser ist pflichtend, genauso als ob ihr arbeiten geht. Bei uns ist das jetzt in der Fahrschule so, wir müssen 6,5 Stunden am Tag da sein, die sind wir auch da und die lernen wir auch. Ihr seid dazu verpflichtet. Ihr müsst da hingehen, das ist wie ein ganz normaler Arbeitsplatz. Ihr müsst da hingehen, eure Stunden runterbringen, euer Pensum bringen, sage ich mal. In erster Linie für euch selber. Alles das, was ihr da lernen tut, könnt ihr in die Prüfung mitnehmen und umso leichter wird das dann da für euch. Seid euch auf jeden Fall dieser Sache bewusst, ja. Weil ansonsten hat das wenig Sinn, wenn ihr der Meinung, wenn derjenige dann der Meinung ist,
Ich möchte das nicht machen, das ist mir zu anstrengend. Ich möchte keine 6,5 Stunden dort sitzen und die Zeit da verbringen, obwohl es im Endeffekt wie ein Arbeitsvertrag ist und ihr dafür bezahlt werdet. Ich rechne es euch mal vor. Der LKW-Führerschein mit der TQ1, wie ich ihn mache, kostet 11.900 ungefähr. So, das rechnet ihr jetzt mal auf ein halbes Jahr runter, was ihr dann am Monat von der Agentur für Arbeit bekommt. Dazu fließt noch weiter euer Arbeitslosengeld und ihr bekommt Spritgeld. Und noch die ganzen anderen Nebenkosten, die dann noch entstehen, wie zum Beispiel für Bewerbungen. Ihr könnt alles einreichen. Ihr bekommt da auch einen gewissen Satz oder komplett erstattet bekommt ihr alles wieder. Rechnet das mal aus. Also jetzt mal so eine Zahl in den Raum geschmissen, ich würde sagen, das sind so locker mal 3.000 Euro, was ihr im Monat dann habt am Verdienst. Weil wenn ihr Interesse daran habt, einen LKW-Führerschein zu machen und diesen Weg übers Arbeitsamt gehen wollt, müsst ihr den Führerschein ja nicht selber bezahlen. Und das sind gute 3.000 Euro, die im Monat dann für euch ausgegeben werden. Und dafür wird verlangt, dass ihr es tatsächlich schafft, 6,5 Stunden da zu sein. Also macht euch darüber vorher im Kopf und dann wisst ihr da auf jeden Fall, worauf ihr euch einlassen tut. Freunde, in diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende. Haltet eure Stoßstange sauber. Ja, genießt das Wochenende. Legt die Beine hoch. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, haut es mir unten in die Kommentare rein. Ich bin an der Materie genau jetzt direkt dran. Ich kann fragen, wenn ihr Fragen habt, die kann ich dann in der Fahrschule fragen und ich kann euch dann die Antworten gerne geben nächste Woche. Also wenn ihr Fragen habt, fragt. Ich freue mich natürlich auch total, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr mir einen Daumen da lassen tut. Und wenn es euch nicht gefallen tut, lasst mir einen Daumen nach unten da. Dafür sind die beiden Buttons da. Es ist absolut gar kein Problem. Mich interessiert ja, wie gut es ankommt, ja? Okay, in diesem Sinne, schönes Wochenende.